Hier ist Taunus TV. Freitag, Kunst, Kultur und Veranstaltungen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Taunus TV an diesem verschneiten Freitagabend. Haben Sie sich schon überlegt, was Sie am kommenden Wochenende machen wollen? Vielleicht Schlitten fahren oder einen Schneemann bauen? Rein vom Wetter her bietet sich ja doch eine ganze Menge an. Doch während die meisten von uns wahrscheinlich ihren Spaß draußen haben werden, bedeutet heftiger Schneefall für die Winterdienste Extremarbeit. Klar, damit wir saubere Straßen haben. Wir haben uns deswegen die Arbeitsweise mal genauer angeschaut. Schnee pünktlich zum Adventswochenende. Das verspricht Winterstimmung pur. Zumindest für all jene, die nicht zwingend auf vier Reifen angewiesen sind, denn es drohen glatte Straßen und stockender Berufsverkehr. Damit es nicht so weit kommt, befinden sich die Winterdienste bereits im Dauereinsatz. Die komplette Region Wiesbaden-Taunus wird dabei von der zentralen Straßenmeisterei in Idstein abgedeckt. Wir haben rund 250 Kilometer, plakativ gesagt, von Wiesbaden über Schloss Barnders am Feldberg bis Waldems, Hünstetten, Taunusstein, Idstein, Abergen und dann wieder zurück nach Wiesbaden. Wir starten mit 7 Streufahrzeuge hier von Idstein mit einem vom Stützpunkt in Wiesbaden. Einfach der geografischen Lage her, der LKW in Wiesbaden natürlich logischerweise schneller in Wiesbaden vernetzt wie hier im Taunus. Ne? Schon lange vor dem Winter beginnen die Winterdienste mit ihrer Planung. Streu- und Räumfahrzeuge bekommen sogar strategisch ausgearbeitete Routen zugewiesen. Denn im Extremfall sind die Fahrzeuge per Schichtdienst im 24-Stunden-Einsatz. Die häufig befürchtete Sorge, ein harter Winter könnte die Streusalzreserven aufzehren, teilt man in Idstein übrigens nicht. Noch nie in der Geschichte der Straßenmeisterei wurden die Vorräte knapp. Aber natürlich handelt es sich hierbei auch nicht um herkömmliches Streusalz aus dem Baumarkt. An den Fahrzeugen sind neben 2 Laugentanks, und wie Sie hier das Fass sehen, da sind ein Magnesiumchloridlauge drin. Das wird bei dem Streuvergang unten bei dem Trockensalz, das ist ja trocken zugemischt, hat eine wesentlich schnellere Tauwirkung und geht in die Temperaturen weitaus tiefer als wie das normale trockene Salz. Bereits seit den Morgenstunden werden in Idstein die Fahrzeuge beladen und auf die Straßen geschickt. Trotzdem kann es bei heftigem Schneefall vorkommen, dass eine Route nach Abschluss des Streuvorgangs bereits wieder zugeschneit ist und direkt erneut abgefahren werden muss. Das sorgt zwar langfristig für geräumte Straßen, schraubt aber auch die Kosten in die Höhe. Wir hatten den letzten Winter so gut wie keinen Winter. Da hatten wir noch mal kalt im Februar, da ist natürlich weniger an Salzverbrauch. Ne? Aber wir hatten den Winterübergang 2010, 2011 waren das 3.600 Tonnen. Ne? Und die Tonne kostet um 85 Euro, nur Salz, ne? Da können Sie sich ausrechnen, was in etwa auf uns zukommt. Ne? Aber das ist alles nicht im Verhältnis, wenn Sie sehen, was da an Produktionsausfälle da wären, wenn die Straßen nicht befahrbar wären. Dank rechtzeitiger Ankündigung und guter Vorbereitung ist man in Idstein für das Wochenende gut gerüstet. 1200 Tonnen Streusalz stehen unmittelbar zur Verfügung. Doch nach dem eher mäßigen Winter des vergangenen Jahres wird 2012 auch wieder mit deutlich mehr Schnee gerechnet. Und dann wird sich zeigen, wer am Ende die Oberhand behält. Winter oder Winterdienst? Tja, also, ich drücke dem Winterdienst auf jeden Fall schon mal alle Daumen. Wir kommen jetzt aber erstmal zu unserem Adventskalender und damit der Ziehung des Gewinners von gestern, dem 6. Dezember. Das war ja Nikolaustag. Und gewonnen hat Regina Knauer aus Nauroth. Herzlichen Glückwunsch, Regina Knauer. Und was es heute zu gewinnen gibt, das sehen Sie jetzt. Der Taunus TV Adventskalender. Heute zu gewinnen gibt es einen 200-Euro Tankgutschein, zur Verfügung gestellt von Maurer, ihrem Kfz-Gutachter in Bad Schwalbach. Das heutige Lösungswort lautet tanken. Einsendung des Lösungswortes per Mail an redaktion@hessen-tv.eu. Auf Facebook liken, teilen und das Lösungswort in das Kommentarfeld schreiben. Teilnahme ab 18 Jahren, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Was tun nach einem Unfall? Wir sind für Sie da und helfen Ihnen persönlich weiter. Rufen Sie uns an, bevor Sie mit der gegnerischen Versicherung sprechen. Wir beraten Sie neutral und unabhängig. Unfallkummer?
Maurernummer. Der Taunus TV Adventskalender. Ja, die Firma Maurer in allen Ehren, aber ich hoffe, dass Sie den Dienst nicht brauchen werden im kommenden Winter. Das war's von mir, von Taunus TV für den heutigen Abend. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder bei Taunus TV. Taunus ganz nah. Taunus ganz nah. In Kürze täglich.